warten wir schon alle lang drauf. BMW Connected Navigator. Wir haben ein Vorabgerät bekommen und machen was logischerweise gerade ausprobieren und testen. Und das wollen wir euch schnell näher bringen. Bärbel, unsere Navigationsspezialistin, du hast das schon ausprobiert und mit allem, was es zu koppeln gibt, vielleicht kannst du mal schnell anfangen, was neu und anders ist. Ja, ich habe das Gerät sehr gerne sofort ausgepackt, habe es geladen, konnte ganz Europa draufladen, ohne dass ich eine zusätzliche Speicherkarte reingetan habe. Wir haben es mit dem WLAN verbunden und ich habe alles Mögliche connected. Ich habe mein Handy connected. Und wenn du das Handy connected hast und du die connected Motorrad-App von der BMW hast, kannst du auch die Route schön direkt über das Handy überbeamen. Du kannst aber auch, wenn du Route draufladen willst und sagst, ich habe die App nicht so, ich will da nicht mit ID arbeiten, haben wir auch ein Kabel, wo du kannst dein Handy und den Navigator verbinden kannst. Und dann fragt er dich, was du senden willst, und dann hast du die Routen sofort drin. Du kannst den Navigator super per Touch bedienen. Das funktioniert also sehr, sehr fein. Oder du kannst ihn über das Drehrad funktionieren, wenn du am Fahren bist. Das ist eine coole Funktion, wenn du, jetzt ist automatisch Fokus eingestellt und wenn du weiter rausgehst, geht er nachher von 3D-Perspektiven auf Landkarten Darstellung. Das kannst du natürlich einstellen. Und natürlich hast du oben rechts wieder Speedlimit mit Info, aber das hast du eh, wenn du deine App mit dem TÜV verbunden hast. Das Gute ist, das ist ein gutes Wort, das ist rückwärtskompatibel, schreibt es so schön. Das heisst, du brauchst kein TFT-Display. Wenn immer du ein BMW hast, mit einem Navigationshalter funktioniert das einwandfrei mit deinem Motorrad. Das ist wirklich noch, finde ich, ein Vorteil. Ja. Habe ich also auch schon ausprobiert, funktioniert wirklich. Können wir mal schnell eine Route, irgendein Ziel eingeben und schauen, wie das funktioniert? Da gehst du in die Navigation rein, wie wir jetzt drin sind. Dann gehst du hier oben auf das Fähnchen. Dann kannst du etwas eingeben. Da sind schon ein paar Sachen, die ich umgespielt habe. Dann kannst du Optionen eingeben, wie du es rechnen willst. Das kennen viele wieder aus dieser App raus, oder? Du kannst da wieder Mittelkurve, schnell, effizient eingeben. Das sieht eigentlich gleich aus wie der App. Und auch da nachher, glaub, Waypoints eingeben. Und jetzt kannst du sagen, das willst du als Zielpunkt nehmen. Und dann wird das berechnet. Und du kannst dann da auch wieder, eben wie der Danica gesagt hat, Zwischenziele eingeben. Ja, da wird er jetzt wahrscheinlich Mühe haben mit dem Berechnen, weil wir keine Satelliten haben, weil wir jetzt indoor sind. Das Ganze reagiert ultra schnell auf Touch, oder? Was ich bediene es halt lieber mit dem Rad da. Wirklich ultra schnelle Reaktionszeit, das kennen ihr alle. Da hast du wieder die Übersicht über dein Fahrzeug mit Reifendruck, Ladedruck, bla bla bla. Wie du es vorher auch hast, einfach super dargestellt. Da kannst du wieder Playlists steuern. Bärbel, du hast, glaube ich, Musik gehört schon damit. Ja. Ich habe meinen Helm verbunden, ich habe mein Handy verbunden. Da konnte ich Musik hören, telefonieren. Hat alles sehr einfach funktioniert. Wenn du noch eins runtergehst, da haben wir die Schnittstelle, wo wir alles verbinden können. Und das funktioniert also wirklich sehr, sehr einfach. Da hinten kannst du wieder Routen aufzeichnen, eigentlich genau gleich, wie du es von der App kennst. Du sagst dann, was du aufzeichnen willst und ob und ab wie lang. Und da hinten bei den Einstellungen kannst du dein System wieder einstellen, kannst Navigation einstellen, Karten, Einstellungen vorne etc. Also es ist eigentlich sehr, sehr einfach gestaltet für die, die Connected App schon kennen. Funktioniert gut. Routen über tun für einen mittelmäßig talentierten Navigationsfahrer wie ich. Ich fahre nach Oldschool, nach Nase und nach Karten. Eben die eine Variante hast du ausprobiert. Du musst bei beiden Geräten BMW ID anlegen und dann über die ID die Geräte miteinander synchronisieren lassen. Dann geht die Route, die du auf deiner App hast, rüber. Oder ich bin Pfahlbauersystem, Stecker reinstecken, am Navi-Stecker, am Handy und dann spitzt all die Routen über, die du schon auf dem Handy hast, die du dir vielleicht vom Kumpel noch via E-Mail hast schicken lassen und in deine App abgeladen hast.
Darum heisst es eben nicht Navigator, sondern Connected Ride Navigator, weil es halt Handy und Telefon-App koppelt miteinander. Also auch haptisches Gefühl finde ich hervorragend, das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben ein Testgerät da. Im Moment brauchen wir es glaube ich noch ein bisschen, um da im Laden zu zeigen. Ab November kommen mehr Geräte an. Ab dann kannst du gerne mal unser Testgerät einen Tag lang mitnehmen und mal für dich allein ausprobieren. Aber ich finde, super Produkt, endlich da. Ja, wir haben lange drauf gewartet und dir wird wahrscheinlich jetzt den Boden eingerannt mit erklären. Also, Navigator neu da bei uns im Laden. Guckst du anschauen und ab November guckst du testen.